Du bist nun soweit und möchtest endlich mit dem Heilfasten loslegen. Dann geht es nun daran, eine Einkaufsliste anzulegen. Denn wenn du fastest und trotzdem einige Dinge zu dir nehmen möchtest, die ja fastentauglich sind, dann kannst du einiges bedenken und einiges schon vorher besorgen, um den Stress in den nächsten Tagen dann deutlich zu reduzieren. Und dafür stellt dir Martin Auerswald jetzt eine Einkaufsliste vor für verschiedene Lebensmittel, Tees oder auch Ergänzungen, die wichtig sein können. Und du bekommst hier wieder einige Tipps gleich mitgegeben. Alles Weiterführende, alle Empfehlungen findest du unter diesem Video hier als Link. Diese kannst du dann nutzen. Und wenn dir das Video gefällt und du hier nützliche Informationen bekommst, dann lass bitte unbedingt einen Daumen nach oben da, ein Abo für den Kanal, denn das unterstützt uns und um dir weiterhin einen Mehrwert hier zu bieten. Nun wünsche ich dir viel Spaß beim Ausschnitt aus Martins Webinar. Teil 3 wird sein Einkaufsliste und Vorbereitung. Das ist dann auch für alle, die nächste Woche schon loslegen wollen. So, das ist deine Einkaufsliste mit Naturheilmitteln. Das sind Sachen, die du während des Fastens auch einnehmen kannst und die dich gut unterstützen. Die jetzt nicht fürs Basenfasten gedacht sind, sondern fürs Fasten selber. Ich mache kein Wasserfasten. Ich proklamiere hier auch kein Wasserfasten, sondern eine Art Heilfasten mit grünen Säften und mit Brühe. Leinsamen und Leinsamencracker sind super, untersprechen das Fasten nicht, bringen aber wichtige Ballaststoffe ins System. Aus Leinsamen kannst du auch Leinsamen-Tee machen. Tomatenmark ein bisschen, einfach um die Gemüsebrühe oder die Knochenbrühe, um nach Tag 4 oder 5, einfach um das ein bisschen aufzupeppen, weil sonst ein bisschen langweilig wird. Gemüsebrühe und Knochenbrühe finde ich super während des Fastens. Das ist auch was, was Barbara Miller sehr empfiehlt und die ist so eine der erfahrensten Fastenärzte, die ich kenne. Kurkuma und Ingwer, ein bisschen Honig, frische Kräuter, Zitronen, Gurken, Grünzeug, grünes Gemüse, grüne Salate. So, Einkaufsliste Tee. Wo bekommt man diese Tees? Entweder in einem guten Teefachgeschäft oder bei Sunday Natural. Also ich finde nicht alles bei Sunday gut, aber die haben super Tee. Und bei Dr. Wunder, nicht Wundert, Dr. Wunder. Also die Wunders haben auch super Fastentees im Sortiment. Was für Tees? Ich finde Chaga super. Chaga Granulat, nicht Chaga Pulver, sondern Granulat. Frauenmanteltee. Frauenmantel erhöht das Progesteron und Progesteron gibt uns einfach so ein bisschen Geborgenheit, Wohlfühlen, inneres Ankommen. Das ist Frauenmantel. Und das ist bei Männlein und Weiblein wichtig. Und gerade wenn du in einem emotionalen Tief bist, dich irgendwie unsicher, nicht geborgen fühlst während des Fastens, dann ist Frauenmantel super. Johanniskraut ist super, einfach bei emotionalen Tees, auch als natürliches Antidepressivum. Lavendel ist beruhigend und entspannend und Lavendel ist auch sehr aromatisch, trinke ich gerne abends. Und dann fürs Fasten selber, ich finde es gut, einen guten Leber-Galle-Tee zu haben. Ich finde es gut, einen guten Nieren-Blasen-Tee zu haben, einen Kreislauf-Tee. Und ich empfehle während des Fastens keinen Kaffee. Auch wenn ich selber ein großer Kaffee-Fan bin, während des Fastens empfehle ich keinen Kaffee, sondern Tee, weil Kaffee, so gesund er ist, die Fastenprozesse beeinträchtigen kann. Und Kaffee so ein leichter Stressreiz für den Körper ist. Und bei Tee ist es nicht der Fall. Also ein guter Grüntee oder ein guter Pu'er-Tee, kann ich empfehlen. Und wer Einläufe machen möchte, grüner Kaffee. Ein grüner Kaffee ist was anderes wie Kaffee trinken von der Wirkung her. Genau, die meisten, also die bekommt ihr alle bei Sunday oder bei den Wunders. Ja. Oder in einem guten Teegeschäft. Dann kommen wir langsam zu den Nahrungsergänzungen. Bindemittel. Geht Rohkakao? Ich würde Kakao. Ah, die Simone Koch nimmt auch Kakao während des Fastens. Rohkakao geht auch. Ja. Aber wirklich nur guter Rohkakao, der schonend oder mild geröstet wurde. Kann man die Autophagie beim Fasten mit Nattokinase unterstützen? Das weiß ich leider nicht. Das weiß ich nicht. So. Da waren auch Fragen, was für Bindemittel. Ich persönlich nehme Aktivkohle und Chlorella beim Fasten.
Das sind so die aus meiner Sicht vier stärksten, die sich zum Fasten eignen. Aktivkohle hat eine hohe Bindeaktivität gegenüber Schwermetallen und Medikamentenrückständen. Heilerde hat eine sehr breite Anwendung und Bindekapazität. Flohsamen ist ein ergänzendes Bindemittel, das ergänzend zur Aktivkohle, ergänzend zur Heilerde oder ergänzend zu Chlorella genommen kann. Chlorella hat eine gute Aktivität gegenüber Schwermetallen. Und Chlorella, und das ist cool, bringt Chlorophyll ins System. Und es ist während des Fastens unheimlich wichtig, Chlorophyll reinzubringen, weil es energetisiert, weil Chlorophyll die Entgiftung unterstützt, weil Chlorophyll den Sauerstofftransport im Körper unterstützt und weil Chlorophyll die Mitochondrien unterstützt. Ich finde Fasten mit Chlorophyll, deswegen auch die grünen Säfte, sehr viel schöner und angenehmer und effektiver. Genau, bekommt ihr auch alles bei Sunday. Victilabs hat jetzt auch Chlorella, was ich super finde. Ich glaube, ich hab die seit einem Jahr genervt, die sollen jetzt mal Chlorella ins Sortiment nehmen. Also Chlorella vulgaris gibt es auch bei Victilabs, ansonsten gibt es das alles bei Sunday. Dann, also ich empfehle euch, ein bis zwei Bindemittel einfach zu kaufen und die auch zu nutzen. Als Abführmittel finde ich Sauerkrautsaft und Rizinusöl am besten. Es gibt auch Glaubersalz. Glaubersalz ist furchtbar ekelhaft. Manche führen auch mit Magnesium ab. Aber ich habe gemerkt, wenn jemand einen Magnesiummangel hat, dann kann der nicht mit Magnesium abführen, weil der Körper das dann erstmal alles aufnimmt. Also wenn ich Magnesium auffülle, dann nehme ich ein paar Tage etwa 2 Gramm Magnesium am Tag. Ich könnte nicht mit Magnesium abführen. Nicht, wenn ich sage, heute fange ich mit Fasten an. Ich brauche ein Abführmittel, das auch wirklich gut wirkt und es auch verlässlich wirkt. Und hier sind meine zwei Top-Tipps: Sauerkrautsaft und Rizinusöl. Rizinusöl in Kapseln. Bei Rizinusöl gibt es auch flüssig zu kaufen, aber es schmeckt zum Kotzen, bin ich ganz ehrlich. Deswegen Rizinusöl-Kapseln gibt es in der Drogerie bei DM oder im Internet. Und Sauerkrautsaft gibt es auch bei DM, gibt es bei Alnatura, gibt es bei in großen Supermärkten. Einfach nicht pasteurisierten Sauerkrautsaft. Würde ich einfach mal ein paar Packungen einkaufen. Heilpilze. Reishi Cordyceps Löwenmähne habe ich während des Fastens genommen und finde ich gut, weil Reishi und Löwenmähne regenerieren den Darm. Reishi und Cordyceps unterstützen Nebenniere und Schilddrüse. Und Löwenmähne unterstützt auch die Neubildung von Nervenzellen, während wir fasten. Das heißt, beim Fasten wird BDNF gebildet, neue Nervenzellen werden gebildet, neue Synapsen werden gebildet und Löwenmähne verstärkt das. Die gibt es in sehr guter Qualität bei Hifasterra. Und hier sind dann auch immer Links und Rabattcodes. Reishi und Cordyceps gibt es auch bei Victilabs. Bei Victilabs gibt es jetzt auch Mandelpilz, der ist allerdings jetzt nicht so der Fastenpilz. Aber Reishi und Cordyceps dort. Ja. Probiotika. Ich empfehle, gerade wer Darmprobleme hat, wer eine Darmsanierung machen möchte während des Fastens, ein Breitbandprobiotikum. Und da finde ich das von Naturtreu super. Florazauber heißt das. Und ein Sporenprobiotikum. Ich finde beides in Kombination sehr, sehr effektiv. Das Sporenprobiotikum ist von Ferment. Das enthält Sporen. Das heißt, die kommen auch zu 100% im Darm an. Sporen sind quasi die Eier von Bakterien. Die kommt zu 100% im Darm an und als Sporen dürfen auch Probiotika verkauft werden, die aktuell nicht als Probiotika zugelassen sind. Und die Kombination aus Milchsäurebakterien und Sporen, kann ich sehr empfehlen. So, Mikronährstoffe. Wie gesagt, zum Omega-3, das Algenöl von Victilabs ist okay. Ansonsten meine Empfehlung, oder was ich nehme, ist das hier. Und wer ein gutes Multipräparat haben möchte, so generell, wo Magnesium, B-Vitamine, Vitamin C, Jod, Zink, Selen, wäre das hier. Ist auch im Skript, einfach draufklicken. Das nehme ich zusammen mit dem Goldöl. Ansonsten, wer eine gute Nährstoffversorgung während des Fastens sucht, und das sind Nährstoffe, die könnt ihr während des Fastens nehmen, die auch das Fasten nicht stören und die auch nüchtern genommen werden können. Sowas wie Zink, wenn das nüchtern genommen wird, reizt es den Magen, dann wird euch schlecht. Das machen die ja nicht. Und das sind so die wichtigsten Nährstoffe aus meiner Sicht zum Fasten: Magnesium, B-Vitamine für die Energie, Vitamin C für die Leber und die Nebenniere
Jod und Selen für die Schilddrüse und auch für die Antioxidation, Vitamin D sowieso und MSM als Schwefelstoff. Schwefel und Omega-3 ist ganz, ganz wichtig für die Phase 2 der Leberentgiftung. Da wird viel MSM gebraucht. Und essentielle Aminosäuren bin ich grundsätzlich von denen von Victilabs ein Riesenfan, weil Aminosäuren als Pulver schmecken einfach nicht gut, also mir nicht gut. Deswegen finde ich die in Kapseln von Victilabs auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis super. Wer möchte, gibt es auch einen Rabattcode, Martin. Ansonsten gibt es für, den habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, gab es für den Kongress auch einen Rabattcode vom Heilfastenkongress. So, jetzt gucke ich mal in den Chat, weil ein paar Fragen kommen. Magen-Darm-Shake von 100 Pro, ist das empfehlenswert? Yep. Der ist allerdings Bindemittel und Bitterstoffe, allerdings keine Mikronährstoffe. In welcher Dosierung die Pilze einnehmen? 1 bis 3 Kapseln am Tag. Das Hydrocol von Marbon und Lulit Wunder ist auch ein super Abführmittel und schmeckt völlig neutral, wobei das Hydrocol von den Wunders ist Magnesium. Und ich würde nicht nur auf Magnesium setzen zum Abführen, weil es einfach, wenn du einen Mangel hast und du nimmst ein paar Gramm Magnesium zum Abführen, kann sein, dass dein Körper das so aufnimmt und dass dann gar nichts abgeführt wird. Mannitol als Abführmittel finde ich nicht so gut. Wie sind die Produkte von Tissot? Super, also nee, Tissot ist okay, aber jetzt nicht super. Das sind halt gute Basisprodukte. Was ist mit Zeolit? Bin nicht der größte Fan von Zeolit. Und vor allem nicht von flüssigem Zeolit. aus meiner Sicht hat Aktivkohle und Heilerde oder Chlorella eine bessere Bindungsspezifität als Zeolit. Was es gibt, ich glaube das 100 Pro, der Shake, ist Aktivkohle plus Heilerde plus Zeolit, also Zeolit in Kombination mit anderen Bindemitteln ist super, aber Zeolit alleine ist aus meiner Sicht kein gutes Bindemittel. Ja, Zeolit zusammen mit Bentonit und mit Heilerde gibt es, also es gibt Zeolit zusammen mit Aktivkohle. Aus meiner Sicht ist allein Zeolit, vor allem flüssiges Zeolit, kein gutes Bindemittel zum Fasten. Was ist mit Cassia Fistula als Abführmittel? Ist ein super Abführmittel, allerdings wird die Cassia Fistula in Deutschland nicht nur streng reguliert, sondern es wird verfolgt, strafrechtlich verfolgt. Deswegen ja, möchte ich da jetzt nichts öffentlich dazu sagen. Wer es mitbekommen hat, der Florian Sauer nimmt ja die Cassia Fistula für seine Fastenkuren, für seine Entgiftungskuren. Der wird vom deutschen Staat richtig schön durch die Mangel genommen. Deswegen sage ich dazu nichts. Weil es leider in Deutschland oder in der Dachregion immer noch Themen gibt, über die man öffentlich nicht sprechen darf, weil das rechtliche Konsequenzen hat. So. Gibt es eigentlich alle auch bei Victilabs. Also Victilabs macht so, ich würde sagen, Victilabs und Ecology machen 90% von dem aus, was ich so nehme, Nahrungsergänzungen. Und der Rest verteilt sich auf Hifastatera, auf Naturtreu, ein bisschen Ferment. Also ich habe mir über die Jahre so die Produkte zusammengesucht von verschiedenen Herstellern, die ich gut finde und gut vertrage. Aber ich würde sagen, Victilabs und Ecology macht so den Großteil aus. Ja. Okay, Extrakte. Also neben den Heilpilzen finde ich Kurkuma und Bittertropfen super. Einfach Bitterstoffe, Leber, Galle, Entgiftung, heißhungerlindernd, hungerlindernd. Kurkuma und Bittertropfen und auch Ashwagandha bei Victilabs. Die Bittertropfen bei Victilabs sind spitze. Ich habe verschiedenste Produkte schon ausprobiert, von verschiedensten Herstellern. Ich finde die Bittertropfen von Victilabs mit Abstand die besten und potentesten. Wollte ich auch mal sagen. So, und dann gibt es noch ein paar spezielle Dinge. Wer abnehmen möchte beim Fasten, der kann täglich 3 Gramm Carnitin und 3 Gramm Taurin nehmen. Das ist ein super Fettstoffwechselbooster. Gibt es auch bei Victilabs. Bei Parasiten während des Fastens Grapefruit-Kernextrakt, Papain und MSM nehmen. Super, um Parasiten rauszubekommen, vor allem aus dem Darm. Und, das empfehle ich jedem beim Fasten, Ballaststoffe. Nicht nur Probiotika und Extrakte, sondern auch Ballaststoffe. Ich persönlich finde das Pflanzenritual von Naturtreu super. Das ist ein komplex Ballaststoffpräparat mit verschiedenen grünen Superfoods und Ballaststoffen. Ansonsten
Baobab ist ein, wobei Baobab ist schon wieder kohlenhydratreich. Baobab bitte streichen, das ist nicht zum Fasten, aber resistentes Dextrin oder Karzinfasern sind auch super Ballaststoffen zum Fasten. Jetzt, weil viele gefragt haben, was, wann und wie viel. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass eine Mischung aus Alkohol und Wasser in Bittertropfen die beste Potenz hat. Es geht auch darum, dass die Wirkstoffe in den Bitterstoffen, dass die fettlöslich sind und dass die der Körper ohne Alkohol nur schwer aufnehmen kann. Das heißt, eine Bittertropfen mit Wasser sind nicht so potent wie Bittertropfen mit ein bisschen Alkohol. Plus, ihr nehmt ja nicht die ganze Flasche, ihr nehmt ja jeden Tag nur ein paar Tropfen. Es geht darum, früh, Mittag und Abend. Das war auch eine Frage, wann, wie einnehmen. Früh, Mittag und Abend. Einfach so 10, 15 Tropfen, das ist so eine kleine Pipette Bittertropfen in Wasser und das Trinken. Mehr ist es nicht. Das ist keine Raketenwissenschaft. Genau. Basiseinnahmeplan. Früh und Abend Bindemittel und Ballaststoffe. Das würde ich wirklich empfehlen. Früh und Abend Bindemittel und Ballaststoffe, damit die Giftstoffe gebunden werden und damit der Darm was zu beißen hat. Früh, Mittag und Abend Bittertropfen. Und das ist ein guter Einnahmeplan an Nahrungsergänzungen täglich. Und das kann, das würde ich empfehlen, im zeitlichen Abstand von 2 Stunden zu Bindemitteln einzunehmen. Am besten diese Nahrungsergänzungen hier zusammen mit Ballaststoffen. Also mit einer Handvoll von einem Pflanzenritual oder ein bisschen Ballaststoffen. Omega-3, Magnesium, Vitamin A und D, ein B-Komplex, Vitamin C, MSM, Kurkuma oder ein anderes Bitterpräparat. Je 2 Kapseln reiche Cordyceps Löwenmähne und 5 bis 15 Gramm essentielle Aminos. Das ist so ein guter Basiseinnahmeplan zum Fasten. Vielen Dank, dass du bis zum Ende mit dabei geblieben bist. Und du findest nochmal alle weiterführenden Links und Empfehlungen hier unter diesem Video. Und auf unserem Kanal Schnell einfach gesund, hier findest du auch weitere Videos aus Martins Fastenwebinar, welches du jetzt hier gesehen hast, diesen Ausschnitt. Also schau dich gerne auf unserem Kanal um. Lass auch unbedingt einen Daumen nach oben da, wenn dir das Video gefallen hat. Und abonniere den Kanal. Danke, dass du dabei warst nochmal. Und wir sehen uns dann ganz sicher bei einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, mach's gut.